So, wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Forza Horizon 3. Wir sind hier zurück und heute haben wir einen schönen, wunderschönen Klassiker da, den ich heute mal richtig schön, schön chiller, ja, so eine Chillkarre aufbauen will, mit dem man einfach schön durch Australien cruisen kann, weil so ein alter Mercedes bietet sich dafür einfach an, schön tiefgelegt zu werden, schönen Lack drauf, schöne Felgen drauf und dann einfach schön Australien erkunden. Ja, aber man muss sagen, der Kollege, den wir hier vor uns haben, der ist gar nicht mal so langsam. Nämlich haben wir hier den 300 SEL 6.3 und 6.3 heißt 6,3 Liter V8 Motor mit 250 PS und das ist gar nicht mehr so wenig und 500 Newtonmeter sieht man dem Ding gar nicht mal an, bei einer der ersten Wagen, wo wirklich viel AMG dran gemacht hat, um nochmal Leistung rauszuholen. Wir werden ihn aber gar nicht auf Leistung bauen, beziehungsweise gar nicht dafür umbauen, wie andere das gemacht haben. Unter anderem war das Ding ja sogar im Rennsport unterwegs unter dem Namen Rote Sau, ist der Wagen auch bekannt, könnt ihr gerne mal googeln, richtig brutales Teil, hat auch richtig Dampf, auch echt ein krankes Fahrzeug. Klappe. Aber wir werden eben, wie gesagt, so als Chillkiste aufbauen, weil, ja, ich bin nicht der größte Mercedes-Fan, muss ich persönlich sagen. Ich mag an sich die Modelle nicht so sehr, die AMGs finde ich schon cool. Hätte aber, glaube ich, nie so den Reiz, mir selber einen zu holen, aber wer drauf steht, ist ja cool. Ich finde AMGs, wie gesagt, geil, aber ich würde, wie gesagt, keinen besitzen wollen. Aber bei den alten Mercedes, da habe ich schon so einen kleinen Fetisch für, weil die finde ich halt einfach geil. Das sind halt einfach richtig geile Straßenkreuzer, um gechillt zu fahren, um richtig einfach, ne, lass fahren und einfach nur entspannen, das ist geil. Und dasselbe heute auch mal mit dem Braun SL 6.3, es ist so krass, 6,3 Liter Hubraum ist halt echt schon hart, ne. So, wir gucken erstmal, was wir denn so Schönes machen können. Wir Motor wechseln, wer macht das denn? Ja, 6,2 Liter V8, ja, V12 rein, ne, wir bleiben beim Original, V8-Klang, der kann gerne bleiben, den Heckantrieb werden wir auch belassen und wir werden das Ding auch weiterhin wunderschön ohne Zwangsbeatmung fahren. So, jetzt gucken wir mal kurz, ich glaube, man kann ihn nämlich auf Rennwagen umbauen, was wir natürlich nicht wollen. Das sind hier unsere Anwendungen, die rote Saufrontstoßstangen, die werden wir natürlich jetzt nicht dran packen, das passt natürlich nicht zu unserem Stil, deswegen lassen wir das natürlich schön sein, da bleiben wir beim Original. Dann haben wir hier die Lippe, die lassen wir natürlich auch weg und hier hinten können wir wahrscheinlich... Ah ja, da gibt es die Schnellverschlüsse und sowas. Das lassen wir aber natürlich auch schön, wie das ist. So, jetzt gucken wir mal. Wenn wir die Reifen wechseln, dann haben wir höchstwahrscheinlich kein Weißwand mehr. Wenn wir Felgen wechseln, müsste der Weißwand noch bleiben, richtig? Dann werde ich höchstwahrscheinlich original Reifen drauf lassen, weil dann haben wir nämlich schöne Weißwandreifen. Und das ist, muss man sagen, ziemlich sexy. Ich überlege gerade auch, ob wir vielleicht sogar die originalen Felgen drauf lassen, weil ich wüsste jetzt keine, wo ich sage, die bumsen richtig, weil so moderne Felgen, ja, sehen wir sofort, das passt einfach null auf dieses Fahrzeug. Ja, sowas könnte man zum Beispiel machen. Also richtig, also irgendwas Klassisches. Und da muss man leider sagen, hat Ford leider den Nachteil, es gibt zu wenig klassische Felgen. Was für die alten Autos natürlich dann ein bisschen schade ist, weil, naja, die willst du, wie gesagt, natürlich schön klassisch clean aufbauen. Und da kannst du hier keine modernen Försteiner oder sowas draufpacken. Ja, das passt alles nicht so wirklich. Die könnte man auch zur Not machen. Aber sieht auch irgendwie nicht... Die könnte man zur allergrößten Not machen. Man könnte es mal ausprobieren, wie es aussieht. Einfach nur mal so testweise. Dafür könnte man sie dann mal draufziehen. So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwas haben. Ja, da geht alles, ist alles trotzdem schon, auch wenn es so ein leicht Retro-Touch hat, geht es schon zu sehr ins Moderne. Das geht einfach nicht. Wir können die eigentlich mal draufpacken. Einfach nur mal testweise, wie es aussieht. Ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut aussieht. Aber man kann ja dem Ganzen mal eine Chance geben. Ne? So ist ja nicht. Nee, okay. Komm, ich pack sie mal drauf. Nur mal testweise, wie gesagt. Ja, sie können ganz cool kommen. Wir lassen sie mal drauf. So, wie viel Zoll können wir denn? Wir haben die aktuell 14, wir fahren mal 15 Zoll. 15 Zoll fahren wir mal. So, und jetzt als nächsten Schritt machen wir erstmal Bremsen. Genau, nicht das Fahrwerk. Bremsen. Karre muss ja zum Stehen kommen. So, jetzt kommt's. Bam. Ich hoffe, wir können dann noch tiefer legen, weil ich hoffe einfach, dass es eine Schleiferkarre wird. Da habe ich nicht Bock drauf. Bam. Bin noch nicht fertig. Bam! Oh, das ist geil. Das ist schön tief. Aber den Felgen... Muss ich gerade mal überlegen. Warte, wir bauen jetzt mal kurz alles ein. Ich lege mal kurz die Karre noch ein bisschen tiefer. Ist ja auch viel zu hoch, der Bus. Viel zu hoch. Geht ja gar nicht. Schleift ja nicht. Was soll das denn? Die Leute sollen das am Funkenflug erkennen, nicht am Motorgeräusch. So, machen wir kurz. So geil hätten wir hier Luftfahrwerk. Das wäre so Hammer. Leider haben wir kein Luftfahrwerk. So, vorne tiefer, hinten tiefer. Senken wir den Koppel ins Rathaus. Oh, oh, sieht das schön aus. Boah, ist das geil. Ich glaube, die Felgen lasse ich sogar. Boah, das finde ich schon leicht geil, ne? Ah, ist das schön abgesenkt, ey. Wie lenken wir das? Gleich jetzt mal nachher mal kurz gucken, ob wir irgendwie einen Kurvenflug glitschen, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass das mit dem Lenken noch funktioniert. Guck mal an. Das sieht mit Serienfängen natürlich auch geil aus, wenn die groß machst, ne?
Wenn wir die nochmal größer machen, auf 16, oder wir machen mal 17 da drunter. Ja, sieht ja schon geil aus. Ich glaube, bleib dabei. Wir machen die Reifen auf jeden Fall breiter, damit es ein bisschen schicker aussieht. Schöne 275er Weißmannreifen, ja, nee, ist klar. Ja, finde ich aber gar nicht mehr so schlecht. Lassen wir mal so. Gut, dann Gewichtsreduzierung machen wir einfach, um die Karre ein bisschen leichter zu bekommen. Das kann nicht schaden. Käfig hätte natürlich auch was, ne? Käfig, sagen wir mal, wäre auch was. Haben wir halt zwar keine Plätze mehr hinten. Alter, was ist das denn für Käfigstreben? Guck dir mal den Käfig da hinten an. Eieiei. Ich überlege gerade echt einen reinzubauen, einfach so als Stilbruch. Man merkt schon, mir sollte keiner Autotune überlassen. Scheiß drauf, ich baue den rein. Einfach als Stilbruch. Einfach nur, um komplett auszurasten. So, Getriebe mache ich auch nochmal, weil dann haben wir wenigstens 6 Gang. Kriegen wir aus dem Motor noch ein bisschen mehr raus. Wie gesagt, Leistung werden wir höchstwahrscheinlich original lassen. Und gleich einfach nochmal ein bisschen Australien erkunden. Das ist so das Ziel für heute. Einfach ein bisschen rumcruisen, ein bisschen entspannen. Und nicht niesen, weil das gute Wetter draußen wieder ist. Ja, wollen wir gerade beim Niesen machen. Da kam auch gerade mal natürlich noch wieder durch. Hier ist schönes Wetter wieder draußen. Kriegen jetzt mal wieder schön die volle Packung ab. So, das lassen wir jetzt soweit. Erstmal alles installieren, den ganzen Mist. Und jetzt stellen wir erstmal noch S-Fuck-Sturz ein, einfach weil wir es können. Und dann gucken wir mal nach Designs, weil ich will mal kurz gucken, ob es noch vielleicht schöne Designs gibt, sonst werden wir einfach eine schöne Farbe nehmen. Weil den braucht man theoretisch einfach nur mit einer schönen Farbe fahren, eigentlich. So, fahren wir erstmal vorne mit entspannten 5 Grad Sturz. Und hinten machen wir das Ganze auch nochmal. Genau, so einmal übernehmen. Ja, sehr gut. Noch weiter abgesenkt die Karre, sehr schön. So, gucken wir mal, ob es irgendwelche schönen Designs gibt. Vielleicht haben da Leute ja was Schönes gestaltet. Ja, nein. Ich will eigentlich einfach nur eine Farbe nehmen, weil das steht, glaube ich, unserem Stil, was wir vorhaben, am besten. Dieses ist natürlich hier, das ist die rote Sau. Lackierung haben auch einige nachgestellt. Also rostig hat natürlich auch was. Aber ja, wir nehmen einfach eine Farbe. Gucken wir mal ganz kurz, was der Hersteller für Farben angeboten hat. Das ist klassisch, Mercedes Silber geht natürlich immer. Ah, das Geile ist, er lackiert die Felgen wieder mit. Warum auch immer er das tut, aber er lackiert die Felgen mit. Ich weiß nicht, warum das Spiel das in letzter Zeit immer macht. So Cremefarben hat auch was, ne? Grün. Oh, jetzt schwarz. Ja, wieder mit dem Schwarz. Jetzt endet die Felgen aber mal. In Chrom vielleicht sogar. Also Prismacolor. Wir könnten da ja auch ein bisschen ausrasten, ne? Aktuell ist ein Tuning-Szene, darfst du so gefühlt sowieso alles machen, was Felgen angeht. Messing. Oder wir machen einfach Gold. Ne, Gold machen wir nicht. Wir machen Chrom. Schöne Chromfelgen drauf. Scheiben leicht getönt. Ja, das gefällt mir doch gut. Das gefällt mir gut. Ja, so ist das schick. Mit der Kiste kannst du dich aufs Reihen raustrauen. Ne? Da gucken die Leute sich nicht komisch an, sondern die feiern dich. Ja? Die denken sich, was ein geiler Typ. Ich wollte gerade Bastard sagen, ich weiß auch nicht warum, aber was ein geiler Typ trifft's besser. Was ein unglaublich geiler Typ. Mein Gott. Der kriegt sicher all die Bitches. Mit dem Auto auf jeden Fall. So, gehen wir mal raus. Und halt die Fresse mit deinem doofen Driver da. Aber so wie wir die netten Dame kennen, wird sie das eh nochmal erzählen. Oder? Hallo, Nu. Ja, war mir klar. Ich habe einen neuen Kandidaten. Das ist immer noch schön, und weiterhin werde ich das erstmal ignorieren. Halt die Bubble. Der Fahrer wird irgendwo hier in der Gegend sein. Oh, ist das geil. Kein Scheiß. Dann ist man entspannt los. Boah, ist das schick. Bom, bom. Da brauchen wir passende Musik. Ich nehme schon Rockmusik. Genau. Ah, ist das geil! Das ist richtig Porno! Ah, guck dir die Karre an! Alter! Liegt der auf dem Boden! Endlich mal den Boden der Tatsachen hier! Noch kurz hier mal gucken, wie ist das mit dem Einlenken, weil, sind wir mal ehrlich, der Reifen hängt schon ziemlich weit im Radkasten vorne. Ah, Spiel begrenzt die Lenkung einfach. Ja, ja. Höchstwahrscheinlich können wir das hier auch. Warte mal. Ja, nicht wirklich, aber egal. Oh, schön auf der Acht lang. Rockmusik.
Ein tiefer 300 SEL. Kann man machen, ne? Schon leicht Porno, würde ich behaupten. Wow, hallo Ruckler. Schon leicht Porno, würde ich behaupten. Alter, sieht das geil aus. Guck dir die Kiste an. Ah, oh, schön. Ich bin ja auch so ein Fan des Negativen, also das muss ich leider zugeben. Ich bin ein extremer Fan von Karren monströs aufs Maul legen. Ich bin da sehr, sehr großer Befürworter. Natürlich meist ein Luftfahrwerk. Aber Aesthetic hat das auch was. Aber Aesthetic hat das mit viel Eiern zu tun. Ich kenne das von meinem Golf 5. Das war hinten. Das hatte nicht nur Eier bedeuten, das war auch gleich kurz fast sich vor dem Selbstmord zu bewahren, ey, weil das war nämlich echt hart mit der Kupferkante. Aber der ist schön versenkt. Ja, Schiffe versenken, Leute. Schiffe versenken. So macht man heutzutage. Früher kleines Brettspiel, heutzutage nimmt man sich einen alten Mercedes und versenkt das Schiff. So muss das sein. Sollen wir die hier veranstalten? Ich lag gerade, falls ihr fragt, mal kurz voll durch. Also passiert nicht so viel. Das ist sehr träger V8 auf jeden Fall. Aber hey, passt ja genau für das, was wir aufgebaut haben. Entspannt durch die Gegend cruisen. Ist das cool. Ich soll doch nicht schneller fahren, das stimmt jetzt schon auf der Hinterachse. Wir fahren ja Serienreifen. Das ist ja das Problem. Weil ich ja nicht weiß, wann beibehalten wollte, weil ich weiß, wann halt hart geil finde auf alten Pisten. Und leider schmeißt Forza das über Bord, sobald du einen Reifen drauf packst. Wäre ja trotzdem weiterhin möglich mit Weißband, aber naja. Was ruckelt das denn heute so oft? Nein, das ist kein verrücktes deutsches Musikfestival, von dem noch nie jemand gehört hat, sondern eure Chance für begrenzte Zeit bei besonderen Herausforderungen ganz groß abzuräumen. Also macht euch gleich auf den Weg und hört weiter Epitaph Radio. Sehr gut, werden wir machen. Auf jeden Fall. Und er fährt sich so entspannt. Das ist so schön. Das ist auch ein schönes Kontrastprogramm zur letzten Folge. Bugatti Veyron, Vollaufbau, unglaublich am Limit. Heute, Power SEL, Chiller, mal ein bisschen tiefgelegt, minimal. Ist gar nicht zur selben Höhe. Ganz entspannt hier. Bisschen Australiener Kunden, du. Wie komme ich denn am schnellsten nach Surfers Paradise? Weil da würde ich am liebsten gerade hinfahren. Indem ich wieder komplett zurückfahre? Ne, hier vorne kann ich langfahren. Okay, sehr gut. Ne, ich muss rumdrehen. Ich hätte früher abbiegen müssen. Egal, dann drehen wir mich kurz rum. Ich kann das Surfers Paradise mit der Karre. Da fühlt er sich auch wohl. Auf die Felgen. Ja, ja, ich fahr doch schon rüber. Alter, Mann, ist kein D-Zug. Boah, Alter, Mercedes ist kein D-Zug. Boah, das ist sauträge, ey. Wir haben echt Hubraum und Leistung, aber... Ja gut, 6,3 Liter und dann 250 PS ist jetzt eigentlich nicht so viel, ne? Das ist jetzt nicht optimale Leistungsausbeute, würde ich behaupten. Oh Gott, ich schwimme erst. Fuck, das ist ja der Wahnsinn. Das mit dem Käfig ist halt da drin... Ja, oh, kann man machen, ne? Machen halt, glaube ich, nicht so viele. Wenn wir den Kurve bekommen. Links abbiegen. Oh, schön mit dem kleinen Drift rein, geil. Und nicht, weil wir einfach zu viel Leistung haben, sondern weil die Reifen einfach scheiße sind. Und der Wagen deswegen einfach auf jeden Tag so rumschmiert, wie er Bock drauf hat. So muss das. In 400 Metern links abbiegen. Gut gemacht, Madame. Die Kurve erstmal bekommen. Links abbiegen. Sehr schön. Hier kommt schön ein bisschen der Arsch. So muss das sein. Bam, 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 bam. Schön und Heck umschwingen. Hier, hübsch. Macht Laune, wenn die Dachs so leicht rumtänzt, weil die Säcke ist gerade, das fühlt sich halt echt eiskalt, als würdest du gerade einfach auf Seife fahren, weil ja, der Wagen schwimmt dann einfach weg. Und nochmal bist du gewohnt, dass du mit Leistung das Heck hier weggehst und hier geht's einfach weg, weil es Bock drauf hat. Links halten. In 200 Metern links halten. Ich weiß, dass die Geschwindigkeit mit den Reifen echt eine ganz dumme Idee ist. Ich gehe mal wieder ein bisschen runter. In 200
200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Oh, schön rum. Es ist, das Drift fühlt sich echt so komisch an, wenn der Karre bist einfach überhaupt nicht schneller, der Arsch geht. Und das liegt wirklich nicht daran, weil du einen krassen Punch bekommst, weil der Wagen, ja, der schwimmt einfach dahin, deswegen auch Schiffe versenken. So, ich will nämlich nach Service Paradise, weil da hat man eine schöne Foto-Location oder Teil. Da kann man ein paar schöne Schnappschüsse machen. Hoppala. Die Dachs sind wieder ein bisschen spontan geworden. Hier auch wieder ein bisschen. Nochmal. Upsa. Aber Chris ist noch schön abgefangen. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Okay. Genommen. So, weiter schön durchbeschleunigen. Sechster Gang rein. Ne, fünfter war das gerade mal. Fünfter Gang rein. Man ist gewohnt, dass man schneller am sechsten Gang ankommt. Ist hier noch nicht so der Fall. So 200 haben wir schon mal. Oh mein Gott. Der Geschwindigkeitsrausch. Hier werden keine engen Kurven machen. Wenn wir, ich schmeiß die Karre sofort weg. Ja, wir brauchen noch eine Chiller-Karre. Ja, ja, mit 220 auf der Landstraße ist halt echt gechillt. Sehr entspannt auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab's, ich fange ihn, alles gut. Natürlich fange ich den. Wo rechnet ihr denn hier? So. Ist schon echt schick, ey. Also, wie gesagt, alle Mercedes tieflegen. Damit bummst du schon die Szene. Deswegen fällt ja auch gerade jeder zweite 190e. Obwohl ich den hier geiler finde, aber ich glaube, weiß ich nicht, ist der Grund, warum viele 190e fahren, weil der nicht so teuer ist. Also 190e und Golf 2 sind gerade so die Klassiker, die die Szene so ein bisschen dominieren, liebevoll ausgedrückt. Fährt ihr jetzt weiter für Golf 2 oder 190e? Und andere fahren dann andere Golfs. In 400 Metern links halten. Ja, wollte ich mir gar nicht hin. Ich will jetzt schon weiter in die Innenstadt. Dann kann ich das also wegmachen. Kann ich jetzt hier irgendwo nach rechts rüber? Boah. Mann, Bremsen und Hinterachse weg. Boah. Ist das böse. Kleine Bitch, du. Oh, ich könnte hier eher ein Foto machen. Ich glaube, hier könnte man ein schönes Foto machen. Da vorne in der Innenstadt. Alter, dieser Sturz und diese Tiefe. Ah, ist das sexy. Alter, sieht das geil aus. Boah. Kitscht auch nichts durch, ne? Krass. Alter Verwalter. Ha, ist schon mal eine schöne Fotoszene. Ja, machen wir mal ein schönes Foto hier. Ist schon leicht geil. Finde ich schon leicht gut. Oh, boah. Einmal bitte hier abspeichern. Die Wasserzeichenposition hätte ich gerne da oben. Lass mich nur ein Foto löschen. Boah, ist ja alles so schön, ne? Ich mache hier nur gute Fotos. Ich bin ja wirklich sehr, sehr begabt im Spiel. Sagen meine Eltern auch immer. Mein Gott, du bist richtig begabt, in Forza Horizon 3 Fotos zu machen. Das sagen meine Eltern genauso. Die sind immer begeistert von meiner Fotokunst. Forza Horizon 3, ja, ja. Schafft man es auch weit in der Welt mit Fotokunst in Forza Horizon 3. Also, ich spreche aus Erfahrung. Mittlerweile werden die Bilder auch schon in Paris ausgestellt. Weiß keiner von euch, hier wohnt ja schließlich nicht da, ne? Also von daher, ja, aber da werden die ausgestellt. Ich war letztens da und durfte das ein bisschen vorstellen und auch meine Intention dahinter ein bisschen genauer erläutern. Ich fand die Leute echt sehr, sehr fresh und tight von mir. Und wie auch gesagt, fand es echt fly von mir. Neue Jugendsprache zum Umbringen. Schön. Kein Scheiß, ich könnte kotzen, wenn so Jugend so spricht. Lukas, 23, fühlt sich wie seine Eltern mittlerweile. Scheiß, keine Jugendsprache, das ist Englisch auf grammatikalischem niedrigsten Niveau. Knallhart. Was du denn? Ist das Martin? Nein, ne? Ich glaube ja. Vollgas! Und schön Feuerhaltestelle. Ja, das sehen die Leute gerne. Da geht das Heck rum, da wird die Handbremse gezogen. Bam, bam, bam. Und nochmal, warte.
Ausraste, Leute! Das Schiff geht quer. Titanic quer von Junge. Mein Set. Und weg. Okay, Sala. Irgendeine andere schöne Location hier. An den Strand komme ich leider nicht, glaube ich, ne? Von daher könnte man auch noch, da wäre es mit dem Schiff versenken, nämlich ein viel, viel geileres Wortspiel. Ah! Mit dem Schiff versenken am Strand. Ja. Total gut, total lustig. Haben wir alle gelacht. Ich will jetzt hier so ranfahren. Ist das überhaupt? Ja gut, die haben die sehr, sehr flach angebaut, ne? Warte mal, ich könnte theoretisch damit hier vorne theoretisch noch tiefer bekommen. Weil jetzt müsste er ja vorne weiter eingetaucht sein, weil er jetzt von hinten hoch ist. Ja gut, die Frontstoßstange hat immer noch Platz ohne Ende, ne? Die Frontschussstange hat immer noch Platz ohne Ende. Da schleift so schnell nichts. Höchst nur bei der Bodenwelle, die Ölwanne. Aber die brauchen wir ja auch nicht. Die ist ja auch kompletter Quatsch. Und so viele Tuner schon gelernt. Ölwanne brauchen wir nicht. Auch der nachfolgende Fahrer, der braucht halt Öl. Der hat da Bock drauf, sag ich euch. Kommt hier leider nirgends mal an den Strand. Das ist halt so schade. Hier vorne kommt man ins Wasser, ne? Ich fand das eine Foto in der Einfahrt schon ziemlich sexy, muss ich sagen. Da kam man schon gut rüber. Wie so was vielleicht? Ups, das war Scheunenfunde. Das war Infos, bla bla bla. Da sieht er ja nicht mehr die. Okay, er macht gerade schon den Dreibeiner. Das Hinterrad ist schon nicht mehr oben. Oh, da krieg ich noch weiter eingetaucht, ne? Ja, machen wir noch ein schönes Foto. So, und mit dem schönen Foto würde ich auch sagen, bin ich raus für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, das kleine Special, dann lasst doch gerne einen Daumen oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der kommenden Folge vor 2003 wieder. Wie immer, schreibt mir gerne Vorschläge für Autos, Ideen, alles in die Kommentare. Ihr wolltet heute eine kleine Fun-Folge, hat ein Mail geschrieben. Deswegen habe ich gedacht, mache ich das mal. Hatte ich auch Bock drauf, weil ich wollte den Wagen sowieso mal tunen. Und wer noch den ran will, der muss über Auktionen an den rankommen, weil leider ist der Wagen ein Forstertown-Auto gewesen. Deswegen gibt's ihn leider so nicht. Aber ja, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Wisst ihr jetzt. Da bin ich raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschö, tschö.